euch recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen den VfL Osnabrück. Endstand vor 15.000 Zuschauern 1:2. Die beiden Trainer Daniel Thiun und Daniel Birovka darf ich begrüßen. Und unser Gast bekommt natürlich die ersten Worte. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben natürlich ordentlich was mitgebracht nach München. Wir wollten heute natürlich hier vor ausverkauften Haus auch von Anfang an da sein. Ich glaube, so die ersten zwei, drei Aktionen gehörten doch dann eher dem Gastgeber. Dann waren wir ein bisschen besser im Spiel drin, haben gleich mit der ersten Chance unser erstes Tor geschossen. Und ich glaube, da war das Spiel dann über die weiten Strecken in der ersten Halbzeit doch sehr, sehr offen. Mit vielen Aktionen, da mussten wir uns natürlich so ein bisschen auf die langen Bälle dann einstellen, die dann auf Mölders tief gespielt wurden. Da hat man nicht ganz so viel Druck drauf. Konnten uns aber auch dann das ein oder andere Mal befreien, waren, glaube ich, immer wieder gefährlich, hatten einige Torchancen in der ersten Halbzeit. Und sind sicherlich aus meiner Sicht dann doch verdient in die Pause gegangen mit der Führung. Ja, und in der zweiten Halbzeit wussten wir, dass hier noch ordentlich Wucht kommt. Und ich glaube, auch da haben wir ganz gut dagegen gehalten. Dann sicherlich spielentscheidend die rote Karte, weil das Ding dann in zwei Richtungen kippte. Zuerst natürlich dann gegen uns, weil wir diesen Fehler machen und das 1:1 bekommen. Da fühlte ich mich so ein bisschen ans Hinspiel erinnert. Als wir in Unterzahl waren, da haben wir im Moment so den Mut verloren, haben dann selber mit ein, zwei langen Bällen die ersten 3-4 Minuten agiert. Aber dann waren wir wieder da, hatten unsere Möglichkeiten, waren dann etwas klarer am Ball und haben dann durch die Standard natürlich glücklich dann das Tor gemacht, aber anhand der Möglichkeiten und der vielen Großchancen, glaube ich, auch nicht zu Unrecht. Und sind aus meiner Sicht dann auch der verdiente Sieger. Und ich glaube, wenn man jeder Punkte holt bei der drittbesten Heimmannschaft, dann muss man sich dann für nicht entschuldigen, sondern kann sich über eine gute Leistung freuen. Vielen Dank. Dankeschön. Daniel, deine Analyse zum Spiel bitte. Ja, ich glaube, am Anfang sind wir ganz gut reingekommen. Wir haben gleich zwei Situationen gehabt im 16er, der Schuss von Nico. Danach kriegen wir das Tor an der Flanke, wo wir natürlich dann die Flanke schon wesentlich besser verteidigen müssen, wesentlich aggressiver verteidigen müssen, dass der Spieler gar nicht so zum Flanken kommt. Danach war es wieder ausgeglichen. Dann hat der Osnabrück die eine andere Chance, die wir überstehen mussten. In der zweiten Halbzeit wollte man nochmal Druck machen. Natürlich die rote Karte von Aaron Berzel, wo damals relativ selbstverschuldet war. Unglücklich für uns. Aber dann hat meine Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt, gerade mit 10 Mann gegen den Tabellenführer nochmal zurückzukommen. Dann eigentlich auch nicht mal so viel zuzulassen defensiv und ganz bitter natürlich, wenn man dann den Standard bekommt, dann ist es 1:2 bekommt. Das tut natürlich doppelt weh, weil ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben sie sehr viel Herz und sehr viel Leidenschaft gezeigt. Da kann ich meine Mannschaft keinen Vorwurf machen, vor allem auch in der zweiten Halbzeit. Jetzt müssen wir den Mund abputzen und schauen, dass wir nach Rüdingen fahren und da was holen.